6 Tore und 6 Assists schon nach der Hinrunde, hat Thorgan Hazard, 24, so viele Scorepunkte gesammelt wie in keiner in den drei kompletten Spielzeiten zuvor. Von Spieltag 3 bis 14 war er sogar in 10 aufeinanderfolgenden Partien direkt an einem Tor beteiligt, das schaffte zuletzt der Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang vor über 2 Jahren. An Gladbachs Belgier scheiden sich trotzdem die Fangeister, viele halten ihn nach wie vor für einen eigensinnigen Chancentod. Auch der Trainer will mehr sehen von seinem belgischen Blitz. Trotz der Rekordsaison macht Dieter Hetzeking, 53, Druck, Hazard muss den nächsten Schritt machen. Hetzeking auf Bild-Nachfrage: Thorgan hat in dieser Saison ganz sicher einen Schritt nach vorn gemacht. Aber ich erwarte von ihm auch, dass jetzt der nächste Schritt kommt. Hetzeking nimmt das Pokal aus gegen Leverkusen als Beispiel, da hat man gesehen, wo beispielsweise der Unterschied zu einem Leon Belay-Machmal noch liegt. Thorgan geht bei 0:0 allein aufs Tor zu und schießt halb hoch Bernd Leno an. Belay dagegen nutzt die kleine Lücke an Jan Sommer vorbei und das entscheidet dann ebenso ein Spiel. Der Chefcoach ist sicher, aber daraus wird Thorgan lernen, dass er den Ball in solchen Situationen vielleicht öfter mal flach hält. Insgesamt ist sein Wert für die Mannschaft schon deutlich gestiegen. Dass er Nerven wie ein Eisvogel hat, hat man bei seinen 4 Elfmeter-Toren gesehen. Hazard selbst weiß, dass er noch deutlich Luft nach oben hat, zumal außer Bayern-Star Robert Lewandowski kein Bundesligaspieler an so vielen Abschlusssituationen beteiligt ist wie er, von meinen 6 Toren waren 4 vom Punkt aus. Natürlich will ich in der Rückrunde öfter aus dem Spiel heraus treffen. Thorgan Hazard RD, 24, war in den letzten 8 Bundes 51er Partien, 3 Tore, 5 Assists, in jedem Spiel an einem Tor beteiligt. Was aktuell noch seine große Schwäche ist, statt in der Mitte die freistehenden Raphael, 32, oder Lars Stindl, 29, zu bedienen, rennt er sich mit dem Kopf nach unten zu oft fest. Schafft Hazard schon bald den nächsten Schritt, bereitet er der Borussia noch mehr Freude. In der Hinrunde stand Thorgan Hazard, 24, in allen 17 Partien in der Startelf und spielte 12 Mal durch. 15 Mal auf der rechten oder linken Außenbahn, 2 Mal als Raphael-Ersatz im Sturmzentrum. Sein Arbeitsnachweis: 6 Tore, darunter 4 Elfer, und 6 Assists. 46 Torschüsse, die meisten beim VfL. 39 Torschussvorlagen, auch die meisten. Mehr als die 85 Torschussbeteiligungen hat nur Bayern-Knipser Lewandowski, 91, geschafft. 11,6 Kilometer Laufleistung im Schnitt. 30 Sprints im Schnitt, Platz 2 beim VfL hinter Patrick Herrmann.